Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Tetris DX. Ich spiele das, um das auch in guter Qualität zu haben. Dann kommt wahrscheinlich erstmal kein Part. Also in 1080 ist ja klar. Es sieht so viel besser aus, finde ich. Ich wusste gar nicht, dass die Farbe so einen Unterschied macht. Aber ich mag das klassische Schwarz-Weiß auch. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich nehme das am gleichen Tag auf, wie als ich den anderen Tetris-Part aufgenommen habe. Wo ich über die neue Nintendo Direct geredet habe. Und ich hoffe, dass ich es nicht versauen. Aber egal, darüber will ich jetzt nicht nochmal reden. Allerdings werde ich, denke ich mal, hier zum ersten Mal meinen Instagram-Account verlinken, den ich extra für diesen Kanal erstellt habe. Damit, ja, bekommt ihr über Videos Bescheid und so einen Scheiß. Über kommende Let's Plays, also könnt ihr da gerne folgen, wenn ihr wollt. Aber wirklich wichtig ist es nicht. Da eh nicht so viel kommen wird, denke ich. Was halt Let's Play-Ankündigungen. Und mal gucken, was die nächste Zeit noch so bringt. Was ich mir noch so angucken werde. Um es dann auch aufzunehmen. Jetzt nehme ich ja bald die NES-Spiele auf. Zumindest die, die ich kein richtiges Let's Play geplant habe. Davon gibt es ja ein bisschen was. Weil es sich auch eigentlich nicht lohnt bei manchen. Super Mario Bros. Okay. Und wie ist das andere? Excitebike. Oh, scheiße. Excitebike. Oh, Junge. Excitebike wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Einfach. Ich muss echt sagen, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ach man, das sollte so gar nicht passieren. Mann, das wird wieder so eine kurze Runde. Weil ich mich während des Erzählen noch nicht so konzentrieren kann. Ich hoffe, das stärkt sich bald noch. Denn wenn nein, ist das ein bisschen scheiße. Boah, meine Reihe weg. Noch eine. Naja, ich schaffe es. Doch. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches
Tetris ihr am liebsten gespielt habt, wenn ihr Tetris gespielt habt. Also so, ich bin der Meinung, dann doch trotzdem noch das Klassische für den Game Boy. Das ist ja auch das, was ich als Cartridge habe. Und man kann es ab und zu mal wieder anfassen. Mann, ich kann das manchmal nicht einschätzen, wie groß sie sind. Aber ich schaffe es immer wieder, die Blöcke wegzubekommen. So ein bisschen. Aber in Farbe sieht das echt schön aus. Bin ich der Meinung. Ich weiß nicht warum, aber Tetris verbinde ich immer irgendwie mit dem Nintendo. Das liegt wahrscheinlich echt an dem Game Boy Port. Oder, ah, was heißt Port? An dem Game Boy Release. Aber für NES kam es ja auch. Da war's. Keine Ahnung. Ihr seht, komme ich gerade ganz schnell durch. Jetzt bin ich so ein Profi. Oh nein, das bin ich nicht. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, da ich es nicht so oft spiele. Aber ab und zu kann man es spielen. Natürlich. Mann, das kotzt mich richtig an. Ach, Junge. Ich wollte es eigentlich anders machen. Bitte glaub mir. Mann, das war dumm. Aber hier. Ja, wo jetzt hin damit? Ach man. Ja, ich komme da nicht mehr dran. Wo jetzt? So hier zumindest. Ja. Ein bisschen. Ja, das ist scheiße. Nein, 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 nein. Natürlich. Ich sollte es einfach nicht so schnell machen. Aber anscheinend bringt auch das nicht mal. Ich habe doch nach links, rechts gedrückt. Na gut. Ich denke, es endet gleich. Ja, ich hab doch gedrückt. Schon unmöglich noch zu gewinnen, oder? Ja. Gut. Trotzdem, danke fürs Zusehen. Eventuell bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.